Na, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Ich hoffe, ihr seid alle ausgeschlafen. Es ist jetzt kurz nach 5 Uhr. Und ich muss euch sagen, es windet. Es windet stark. Die 71 ist sogar schon gesperrt für Wohnmobile und Fahrzeuggespanne. Naja, haben sie nämlich gerade gebracht in den Nachrichten. So, wo willst du hin? Geradeaus willst du? Na dann fahr doch geradeaus. Ich will nämlich hier runter. So, meine Guten. Also, erstmal möchte ich jemanden grüßen. Und zwar möchte ich die Schwester und den Schwager von unserer Disponentin grüßen. Die hat mir erzählt, dass ihr jeden Tag schaut. Also, ich dachte, die Schwester hieß Stefanie, wie sie gesagt hat. Ist das richtig? Wenn es falsch ist, berichtige mich da unten. Also, Stefanie und ihr Mann, ich begrüße euch auf das Herzlichste und ich freue mich sehr und ich grüße euch und ich wünsche euch viel Spaß mit mir und meinen Videos. So, und jetzt fahren wir durch das nächtliche Zwickau. Na, so nächtlich ist es gar nicht mehr. Wie gesagt, es ist jetzt kurz nach 5. Das ist eigentlich eine gute Zeit zum Anfangen. Wir sind dann so kurz nach 10, sind wir unten in Neckarsulm. 10:30 haben wir Zeitfenster. Also alles schick. Haben wir heute mal ein bisschen länger geschlafen, nicht wieder 22 Uhr anfangen müssen. Naja, das hat sich jetzt ein bisschen... Sonntag 22 Uhr, Montag 22 Uhr, Dienstag haben wir erst um 2 angefangen oder Mittwoch, ah, egal, und heute fangen wir erst um 5 an. Was ist denn heute? Donnerstag. Ja, da haben wir Mittwoch um 2 angefangen, also den Dienstag haben wir dann übersprungen sozusagen. Da haben wir den Dienstag gearbeitet, wie die Viecher, komplett durch. Compoletto. Ja, könnt ihr mal sehen, alles für die Volkswirtschaft, ne? So, meine Guten. Da gucken wir mal, müssen wir aufpassen, dass es uns nicht von der Bahn weht hier. Und irgendwelche Störungen haben sie mir bis jetzt noch keine gemeldet. Hier steht ein Polizeiauto, nee, da kommt die Feuerwehr. Da kommt die Feuerwehr. Da ist bestimmt, ach nee, der Krankenwagen. Na toll. Na toll, den brauche ich jetzt noch. Und für alle, die denken, ich bin bei Rot gefahren. Nein, ich habe hier einen grünen Pfeil, den sieht man bloß nicht in der Kamera. Ich würde mir doch nie erwagen, das sind wieder Wortschöpfungen. Ich würde mir doch nie einfallen lassen, bei Rot zu fahren. Ich bin doch lieb. Ja, ist auch übertrieben, halb lieb. Ein bisschen lieb, manchmal, vielleicht, eventuell. Ach Leute. Merkt ihr was? Es geht straff aufs Wochenende zu. Der Mäusel fängt an zu spinnen. Hier stehen überall frierende Gestalten. Da habe ich doch schon viel besser in meinem warmen Auto.
sind ins Dings gefahren wahrscheinlich. Die hatten wahrscheinlich schon ihren Patienten drin. Die sind ins HBK gefahren, das ist ja hier hinten. Also wenn ihr euch jetzt fragt, HBK? HBK, was ist HBK? HBK heißt Heinrich-Braun-Klinikum. Das ist hier in Zwickau. Das ist da hinten oben. Wenn wir jetzt hier geradeaus weiterfahren würden und dann irgendwo mal rechts abbiegen, da kämen wir ins HBK. So, Freunde. Das ist ein Wetterchen heute, sage ich euch. Vorhin hat es in Strömen geregnet. Es stürmt wie doof. Der A7 ist schon gesperrt, kurz vor Biebelried. Da ist ein Anhänger umgekippt. Also es wedelt tüchtig. Und ich muss sagen, ich hätte eigentlich mir gewünscht, schneller fahren zu können, teilweise, aber streckenweise kannst du es gar nicht. Weil du hast zu tun, dass du das Auto festhältst, ne? Das Schlimme daran ist, diese Unbeständigkeit, wenn der Wind immer von einer Seite käme, wäre das ja alles egal. Aber der Wind, der kommt erst von rechts, da längst dagegen. Und plötzlich ist er weg von rechts und du kriegst von links eine Watschen. Alter, da putzte dich. Hier ist überhaupt kein Wind. Und nachher, wenn ich gleich wieder auf die Autobahn komme, da weht es mich wieder davon. Also es ist schon... ist das Wetter heute. Ist jetzt ein bisschen geschützt durch die Wände hier, durch die Schallschutzwände. Aber wenn es wieder frei ist, da weht es wieder tüchtig. Die Bäume wackeln auch ganz schön. Auf der A3 bei Marktheidenfeld, Wertheim-Lenkfurt hat es Bäume auf der Autobahn geweht, also Riesenäste, da ist die Feuerwehr zu Strich. Also es geht heute schon ganz schön zur Sache. Der Ignaz pustet uns ganz schön durch. Um es mal so zu formulieren. So heißt der nämlich. Beziehungsweise das Orkantief. Ja, Ignaz hat es in sich. Hier geht's jetzt. Auch vorhin auf der A9, da war tüchtig was los. Und auf der 70 runter zu, streckenweise auch ganz schön wild. Na, gucken wir mal, was uns runterzu noch erwartet. Ich bin natürlich jetzt hier ein kleines bisschen in Zeitdruck, ne? Weil, wie gesagt, ich habe ja auch einen Haufen Zeit jetzt schon verloren, dadurch ich streckenweise bloß 60 fahren konnte. Das war ja gar nicht eingeplant. Ich meine, du tust ja mit deiner Abfahrtszeit sowas gar nicht einkalkulieren, ne? Ja. Wie heißt es so schön, Termin ist, wenn ich da bin und nicht anders. Also heute geht es ja hier richtig zur Sache. Ich muss ja hier schreien, als ob ich draußen im Wind stehe. Das stürmt hier wie verrückt. Selbst die Gräser wackeln wie doof. Ich habe jetzt streckenweise nur 60 fahren können. Ist schon ganz schön heftig, der Sturm. Aber noch geht's einigermaßen. Solange man sich auf der Straße halten kann, ist das schon in Ordnung.
Wenn es dann natürlich nicht mehr geht, dann geht's rechts raus und Schluss. Wird die Dispo angerufen und dann heißt es hier, jetzt geht nichts mehr. Das Problem ist ja nicht der Wind an sich. Das Problem sind die unterschiedlich von unterschiedlichen Seiten kommenden Windböen, die dich packen und schütteln, weil du gar nicht drauf reagieren kannst. Erst kriegst du von rechts eine Watschen, dann dreht der Wind und du kriegst von links eine Watschen. Bist aber am Gegenlenken gegen rechts, ne? Also ist alles gar nicht so einfach. Damals war ja auch dieser Orkansturm hier, diese Katrina, ne? Da war ich ja auch gerade unterwegs. Und da ging ja dann gar nichts mehr. Da musste ich ja raus auf den Parkplatz. Da war ich oben hier, wie hieß der Rasthof? Biedenkopf. Da Richtung, bei Kassel da oben Richtung. Na, ihr wisst schon, wo ich meine. Ich glaube, Biedenkopf heißt der. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was jetzt Biedenkopf oder was Rasthof Brühl, der ist ja auch da oben. Naja, ist ja auch jedenfalls egal. Jedenfalls bin ich da raus auf dem Rasthof, weil ich gesagt habe, jetzt geht nichts mehr, jetzt ist Schluss. Und habe dann dort gleich meine große Pause gemacht, in der Hoffnung, dass sich das in den 11 Stunden ein bisschen normalisiert wieder alles. Und da habe ich mich mit den rechten Rädern, mit den linken Rädern, hier mit denen hier, rechts ist ja da, das Übliche beim Klaus, ne? Rechts, links. Also mit den linken Rädern habe ich mich an den Bordstein gestellt. So, sagen wir mal, 10 cm vom Bordstein weg vielleicht. Ja, und dann bin ich halt ins Bett gegangen und das hat auch tüchtig gerüttelt und geschüttelt und mich rüber und über gebeutelt. Ja, und dann habe ich am nächsten Tag die Augen aufgemacht, bin ausgestiegen, weil ich in der Raststätte wollte, auf die Toilette, guck zur Tür raus und denk, hä? Und da stand der LKW aber gut und gerne 50 cm von dem Bordstein weg. Ne? Da hat mich der Wind in der Nacht, durch das Gerüttel und durch das Geschüttel, hat mich der Wind in der Nacht aber gute 40 cm nach rechts gedrückt. Ne? Also da habe ich ja nicht schlecht geguckt. Und ich hatte volle Hütte, ne? Also der hat da 40 Tonnen geschoben. Durch das Schaukeln und so hat sich das dann halt immer wieder rüber, noch ein Stück und wieder zurück und stehen und wieder ein Stück. Und also da habe ich nicht, hätte ich nie erwartet, dass der Wind einen LKW so 50 cm zur Seite schieben kann über die Nacht. Also da habe ich schon gedacht, alle Achtung. Ja, und diese Schallschutzwände hier sind natürlich optimal für sowas, ne? Die fangen ja auch den Wind ab. Wenn natürlich der Wind von vorne kommt, hast du es wie im Windkanal hier. So, und wenn du jetzt mal hier schneller an mir vorbeifährst, kann ich auch noch überholen. Der Schuster fährt nämlich ziemlich langsam. So, jetzt ist natürlich der Fall eingetreten, den ich befürchtet habe. Ich muss jetzt eine Dreiviertelstunde Pause machen. Und da müssen wir jetzt hier auf den Parkplatz fahren. Der Tachograf hat gerade gesagt, 4 Stunden 15 Minuten. Und da fahren wir doch gleich mal hier raus. Ist hier noch Platz für mich? Dahinter nicht, aber davor. Stellen wir uns doch gleich mal davor hier. So, meine Dispo weiß schon Bescheid. Die habe ich schon angerufen. Habe gesagt, hier, passt auf, es wird nicht klappen mit dem Zeitfenster.
ich werde wohl später unten ankommen. Und die rufen unten an und sagen Bescheid, dass ich später unten ankomme. So, 4 Stunden 16. Und es ist noch ein Unfall passiert zwischen der Kochertalbrücke und Neuenstadt. Also würde da sich noch einmal die Zeit verzögern. Da hat sich wohl irgendwie ein Auto überschlagen, wie sie im Radio gesagt haben. Also hätte das jetzt überhaupt nichts gebracht, wenn ich jetzt hier auf Teufel komm raus, hier los und weiter gebügelt wäre. So, meine Guten, dann machen wir jetzt hier erstmal eine schöne Pause. Kaffee ist schon durch. Den werde ich jetzt genießen. Und dann geht es in einer Dreiviertelstunde weiter. Dann wollen wir mal aufbrechen zum letzten Ritt. Die wollen nämlich hier auch den Parkplatz reinigen. Hier ist schon die Kehrmaschine rumgefahren. Die haben vorne abgesperrt, die Zufahrt, dass keiner mehr reinfährt. Und jetzt werden sie froh sein, dass ich jetzt hier wegfahre. Dann können sie nämlich die Seite schön kehren. Die Seite haben sie gerade gekehrt mit der Kehrmaschine. Und jetzt fahren sie auf der anderen Seite runter. Ja, und wir fahren jetzt gar nach Neckarsulm und laden ab und gucken, ob wir Leergut kriegen. Und dann sehen wir weiter, wie es weitergeht. Dann gucken wir mal, wie weit wir wieder hochkommen. Beziehungsweise, wenn wir kein Leergut kriegen, gucken wir mal, was dann noch so geht. Der Wind hat sich inzwischen ein kleines bisschen beruhigt hier. Da bin ich ja gar nicht mal so böse drüber. Also das Gröbste haben wir jetzt erstmal überstanden. Der Sturm hat sich ein bisschen beruhigt, aber das habe ich euch ja vorhin auch schon gesagt. Aber es ist tüchtig was los auf den Autobahnen und überhaupt allgemein auch so auf Landstraßen. Einige umgestürzte LKW, auf der A6 ist einer umgestürzt, da sind dann gleich noch mehrere hinten reingebrettert. Ich würde mal sagen, das ist dann immer nur eine Frage des Sicherheitsabstandes. Bei solchem Wetter muss man den Sicherheitsabstand eben entsprechend größer wählen, weil es kann immer was passieren. Und wenn du kein Sicherheitssystem drin hast, erst recht. Und hier, ich kann ja hier meinen Sicherheitsabstand einstellen. Ich stelle den hier immer auf die größtmöglichste Entfernung, die ihr hier zulässt. Ne? Weil es ist meine Gesundheit, die ich aufs Spiel setze, wenn ich keinen Sicherheitsabstand habe. Naja, sei mal dahingestellt, keiner weiß, ob es wirklich Sicherheitsabstand war. Es sind mehrere LKW ineinander gefahren und haben sich verkeilt. Also ist die A6 jetzt hier unten bei Rippachtal, wollte ich gerade sagen. Nee, wie heißt das? Oh Mann, oh, haben sie doch gerade gesagt im Radio. Bad Rappenau, da ist sie jetzt im Moment gesperrt, da ist bloß eine Spur frei, beziehungsweise der Standstreifen nur frei. Dementsprechend ist dann auch Stau auf der A6. Also war es gut, dass wir hier so rum wieder gefahren sind. Da gibt es doch auch so einen Heiligen, der heilige Ignatius. Das ist doch auch irgend so ein Schutzpatron von irgendwas und irgendwem. Keine Ahnung von was, müsste ich mal nachgucken. Wenn es euch jetzt spontan einfällt, ihr wisst Bescheid, ne? Da unten ist die Kommentarspalte. Da könnt ihr reinschreiben, wenn ihr wisst, wer der heilige Ignatius ist, was der bewirkt und was der kann. Mir fällt jetzt nichts dazu ein. Ignatius und Bonifatius.
Bonifatius hat irgendwas Medizinisches, das weiß ich. Aber der Ignatius, keine Ahnung. Naja, ich werde mal nachgucken und wenn nicht, dann werde ich euch das berichten. Und wenn ihr es eher wisst, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich freue mich immer über eure Mitarbeit. Das wisst ihr ja. Was ist denn jetzt hier mit Grün? Haben wir es verkauft oder was? Scheinbar. Einmal Grün verkauft, der 2-4 zweimal Rot bekommen. Ja, ist auch nicht schlecht. Solange die hier grün bleibt, ist mir das wurscht. Dann kann ich nämlich hier... Was hat denn die Ampel hier überhaupt für einen Zweck? Dass, wenn hier jemand rausgefahren kommt, denke ich. Wenn die hier Auslieferung machen, ist hier die Ausfahrt. Genau. Dann kriegen die Fußgänger rot und die Autos auch. Weil die liefern ja hier im Audi-Forum, liefern sie ja die Autos aus, die die Leute kaufen. So. Kommt wieder jemand? Nee. Sehr gut. So, näher. Gucken wir mal, welche Schicht da ist. Dementsprechend ist natürlich dann auch die Geschwindigkeit, wie abgeladen wird. Jetzt werden wir wahrscheinlich erst einmal stehen bleiben, weil wir unser Zeitfenster 30 Minuten verpasst haben. Ja, ich kann es auch nicht ändern. Ich kann auch nur fahren und aufpassen, dass nichts passiert und dass ich gut ankomme. Und ich denke mal, da wird es noch einigen anderen auch so gehen. Also vermute ich mal, dass wir wahrscheinlich die eine oder andere Minute warten müssen. Aber da mache ich mir jetzt auch keinen Kopf. Weil, wie gesagt, zum einen habe ich noch keine Anschlussladung und wenn ich Leergut bekommen sollte, dann fahren wir heute noch maximal bis Bamberg. Guckt, hier stehen sie schon überall. Ja, und wenn ihr jetzt mal hier vorguckt, ne? Hier geradeaus, da ist doch hier dieses Dach von dem Tor und dann die Halle da links, wo A11 dran steht. Und da an der rechten Seite seht ihr so eine Wand, da geht so eine Rampe hoch und da müssen wir dann hochfahren. Da müssen wir dann rein. Wo die Säulen da stehen, da vorne. Was machst denn du hier? Du stehst im Parkverbot, mein Freund. Da müssen wir dann hoch und dann fahren wir da oben lang. Und dann müssen wir da hinten durch die Halle durch, über die Überfahrt in die A06 rein, wenn wir fertig sind. Und dann da hinten auf der anderen Seite wieder runter. Und dann einmal ums Werk rum wieder raus. So, dann gucken wir gleich mal, ob hinten die Straße wieder frei ist. Oder ob da immer noch gesperrt ist. Falls wir mal hier wieder anliefern, in der GIF, dann sind wir nämlich besser dran, wenn wir da rumfahren, aber da ist immer noch zu. Ja, und hier guckt hier, wo der Bogen oben rauskommt, da kommen wir dann wieder runtergefahren. Haben sie nicht schlecht gemacht, ne? Ja, ja. So, wo stellen wir uns jetzt hin? Ist aber nicht viel los hier, wie es aussieht. Ich verstehe nicht, warum die anderen sich da so hingestellt haben. Wir stellen uns hier rein. Hier stellen wir uns rein. So. So, da sind wir doch schon da. Mal gucken, wie lang es dauert. Lassen wir uns überraschen. Also, ich gehe mich jetzt anmelden und fahre rein. Und wenn ich wieder fertig bin und aus dem Werk wieder rausfahre, dann halte ich euch mal auf dem Laufenden, ob ich Leergut bekommen habe oder ob ich auf eine Anschlussladung warten muss. So, meine Lieben, das war ja ein geiles Erlebnis, da die Rampe hoch und drüben wieder runter.
Alter, das ist ja so steil. Naja, werden wir wohl jetzt öfter mal da hochfahren. Aber leider kann ich euch das nicht zeigen, weil es ja im Werk ist. Ich würde es euch gerne mal zeigen, aber da gibt es Ärger. Das kann man nicht machen. Kann ich mir nicht leisten, solchen Ärger. Ja, wir werden jetzt mit der Ware von SMP, von Merane, werden wir jetzt immer da hochfahren. Und jetzt fahren wir gleich wieder über Neuenstadt bis Bamberg und dann ist Feierabend. Na, seht ihr, wo wir sind? Der Feierabend ruft. Der ruft, Klaus, komm zu mir. Und ich rufe zurück. Ja, Feierabend, ich eile. Jetzt dreht er durch, werdet ihr denken. Und ihr habt recht. Ihr habt ja sowas von recht, dass er jetzt durchdreht. So, da werde ich dann nochmal in den Markt gehen. Mal gucken, was es Schönes gibt im Markt. Jetzt fahren wir erstmal hier rückwärts rein, wie immer. Eigentlich wollte ich mich ja hier hinstellen, aber da steht ja der mit seinem Bierauto. Also stellen wir uns dahin, wo wir sonst immer stehen. Das passt schon. Das passt schon. So, also meine Guten, ihr habt es gerade gehört, jetzt ist Feierabend, Schicht im Schacht. Disponentin hat gesagt, morgen früh um 7 reicht. Und da fahren wir das Leergut aus, was ich jetzt drauf habe. Dann fahren wir nach Treuen, laden für den Montag. Für Sindelfingen. Und dann fahren wir noch eine Runde Leipzig. Toll, ne? Naja, was soll's, jetzt kriegen wir schon hin. Also, dann wünsche ich euch eine staunknitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Tschüss und bis morgen früh um 7.